Willkommen im Raiffeisenjahr 2018. Genossenschaften waren in den letzten 200 Jahren immer schon präsent, aber was bedeuten sie heute für uns? Wirtschaftsfaktor Genossenschaften, jetzt wird's interessant, los geht's! Genossenschaften sind Zusammenschlüsse mehrerer Personen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Neben dem Aspekt der Wertegemeinschaft steht dabei auch der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund. Vor 200 Jahren prägten Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch zum ersten Mal den Genossenschaftsgedanken. Hilfe durch Selbsthilfe und Selbstverantwortung. Und genau das sind die Werte, auf die sich die Genossenschaften auch heute noch stützen. Selbsthilfe, Gleichheit und Solidarität, gepaart mit Sozialverantwortlichkeit und Ehrlichkeit. Das wird nun dieses Jahr, 2018, also 200 Jahre Raiffeisen, gefeiert. Egal für welchen Bereich du dich interessierst, Genossenschaften findest du mittlerweile überall. Echt? Fragst du dich jetzt vielleicht? Ja. Starten wir mit dem größten Bereich, der Landwirtschaft. Da kannst du im Prinzip jeden Landwirt fragen, er wird Mitglied in einer Genossenschaft sein. Auch im Handwerk sind Genossenschaften mit etwa 60% Mitgliedanteil sehr gut vertreten. Mit dem Einzelhandelsbereich hast du persönlich jeden Tag zu tun. Hier sind etwa 3/4 aller Kaufleute genossenschaftlich organisiert. Und dann gibt es natürlich noch den Bereich des Wohnungsbaus. Etwa 10% aller Wohnungen in Deutschland fallen in den Genossenschaftsbereich. Mit anderen Worten, in Deutschland gibt es etwa 8000 genossenschaftliche Unternehmen mit 22 Millionen Mitgliedern, die deutschlandweit und branchenübergreifend aktiv sind. Doch Genossenschaften haben noch viel mehr zu bieten, als du im ersten Moment vielleicht denkst. Sie schaffen nämlich Arbeitsplätze. Die Genossenschaftsverbände müssen nämlich gemanagt werden. So arbeiten allein in Deutschland etwa 600.000 Arbeitnehmer für die Organisationen. Und Azubis haben es auch gut, denn es gibt zahlreiche interessante Ausbildungsangebote, was die 35.000 Azubis beweisen, die derzeit ihre Berufsausbildung im Genossenschaftsbereich absolvieren. Genossenschaften schaffen also genauso Arbeitsplätze wie andere Unternehmen auch. Betriebsinterne Kindergärten unterstützen die Arbeitnehmer innerhalb der genossenschaftlich organisierten Unternehmen. Aber kommen wir noch einmal zum eigentlichen Zweck einer Genossenschaft zurück. Alle Mitglieder verfolgen das gleiche Ziel. Sie unterstützen sich gegenseitig, jeder ist für jeden da und niemand ist besser oder schlechter gestellt als andere Mitglieder. Diese Grundpfeiler einer Genossenschaft kann man auch gut an der Küstenfischer Nord EG Heiligenhafen erkennen, in der sich mittlerweile 30 Betriebe zusammengeschlossen haben. Das gemeinschaftliche Ziel dieser Genossenschaft ist die Vermarktung des Fischereifangs und der Erlangung wirtschaftlicher Vorteile, also zum Beispiel einer besseren Kostenstruktur, einer besseren Marktposition, geringerer Einkaufspreise und so weiter. Für die Küstenfischergenossenschaft bedeutet das, dass die einzelnen Betriebe ihre Selbstständigkeit beibehalten, durch den genossenschaftlichen Verbund aber günstigere Konditionen erhalten und somit wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger agieren können. Und genau diese Stabilität kommt der jeweiligen Region zugute. In diesem Fall ist das der Erhalt der Arbeitsplätze und der Fischereiflotte sowie der Ausbau der Fischhandlungen mit angeschlossener Gastronomie. Das war jetzt nur ein Beispiel für den Wirtschaftsfaktor Genossenschaften, aber egal in welcher Branche du dich bewegst, diese Zusammenschlüsse und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Vorteile wirst du überall finden. Also, optimalerweise gründest du ein Unternehmen, wirst Mitglied einer Genossenschaft und bist dadurch erfolgreicher. Im Raiffeisenjahr 2018 ist schließlich viel möglich. Mehr Informationen zum Raiffeisenjahr findest du in der Videobeschreibung und spannendes Allgemeinwissen über Genossenschaften zeigen wir dir in diesem Video. Also, Daumen hoch freut uns sehr und deine Gedanken über Genossenschaften gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Mach's gut und ciao.